Herzlich willkommen zum 82. Technologie-Plauschen. Bitte alle Platz zu nehmen. Ich bin Hannes und ich freue mich sehr, dass ich euch alle im Namen von Technologie-Plauschen und von Kleber begrüßen darf. Besonders noch der extrem langen Sommerpause, die wir hatten, freut es mich total, dass so viele Leute da sind. Es wird halt so laufen wie bei jedem Technologie-Plauscher. Wir haben drei Talks, drei spannende Talks, heute sehr softwarelastig. Der erste Talk, Martin von Kleber. Jeder Talk wird ungefähr 30 Minuten dauern, mit Zeit für Fragen am Ende. Nach zwei Talks gibt es eine lange Pause, ungefähr 3-4 Stunden. Heute mit besonderem Programm, wir haben nämlich eine exklusive Führung durch den InnoSpace von Kleber. Das ist, glaube ich, sehr cool, was ihr gehört habt. Ich werde mir das anschauen. Mehr dazu vor der Pause. Und dann würde ich gleich an den ersten Talk übergeben. Viel Spaß. Danke, Hannes. Ich muss euch ehrlich sagen, ich war etwas überrascht, wie im Juli die Info bekommen habe, dass wir einen Talk zu den Technologie-Plauschen in der Kleber auch machen. Und wir jetzt einen Talk brauchen, ist mir das, ich habe mir so gedacht, ja, es war schon, dass wir so eine kleine Runde sind. Und jetzt haben wir doch ein ganz schön ordentlicher Saal geworden. Das ist dann im Laufe des E-Mail-Verkehrs immer mehr rausgekommen, wir brauchen Platz für 100 Leute. Und ich dachte, okay, da holen wir jetzt doch auf ganz schön eine Runde Einlass. Und ich hoffe, der Talk begeistert auch. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die anderen Themen und auf viele spannende Fragen im Anschluss hoffentlich noch. Auf einen entspannten Abend in der Runde. Organisatorisch hast du vorhin gesagt, Hannes, Überlegung, wie immer so geht. Genau, es gibt einen Videomitschnitt, den man sich nachher noch mal anschauen kann, für alle Interessierten. Beziehungsweise, ich hoffe, es ist für keiner. Ich weiß nicht, du hast vorhin gemeint, es sollte eigentlich nicht stören. Das waren eigentlich so die wichtigsten Sachen. Ich werde mit einer kurzen Einführung zur Kleber starten, weil ich habe zwar einige bekannte Gesichter darin gesehen, aber ich glaube, es kann nicht jeder jetzt was mit der Kleber anfangen direkt. Darum haben wir eine kleine Einführung ausgemacht, dass das okay ist, bevor ich dann in meinen Talk hineinstarte. Wir sind da beim Headquarter von der Kleber. Bei der Kleber, beziehungsweise so ein bisschen die Hard Facts. Kleber ist Branchenexperte im Bereich Automatisierungstechnik. Wir schreiben uns auf die Fahne Automation by Innovation. Dahingehend gingen da 14% von unserem Budget in Forschung und Entwicklung. Im letzten Geschäftsjahr haben wir einen Umsatz von fast über einer halben Milliarde Euro gemacht, wobei 87% in Export gingen. Und seit Gründung von 1968 sind mittlerweile in der Kleber über 2000 Mitarbeiter angewachsen. Wir sind weltweit tätig in, die Folie kann man glaube ich ziemlich schlecht lesen, habe ich vorher beim Test schon gesehen, darum werde ich es eher ein bisschen beschreiben. In 26 Standorten sind eben über 2000 Mitarbeiter von der Kleber vertreten. In 16 Ländern der große Schwerpunkt ist so etwa in der Mitte, dargestellt sei Europa. Ist der Dachraum wie in Linz. Sehr viele Standorten in Deutschland, die man jetzt nicht unbedingt von dort kennt, aber das ist halt so der große Schwerpunkt auf der einen Seite, auf der anderen Seite großer Schwerpunkt in Asien, mit mehreren Niederlassungen in China, aber auch Standorten in Japan, Korea, Taiwan und Indien. Was haben wir als Mission bei der Kleber, ganz allgemein? Kleber-Technologie soll helfen, Menschen ihr Leben und Arbeitswelt einfacher zu gestalten. Das kann jetzt sehr viel sein. Deswegen vielleicht das ganze Übersicht, was für Bereiche sind wir ganz generell tätig. Das gliedert sich in drei Geschäftsbereiche auf: die Industrial Automation, die Handover Automation und die Energy Automation. Kurzen Einblick da hinein: Industrial Automation beschäftigt sich rund um das Thema Steuerungen für Roboter, für Spritzgussmaschinen, für
im Bereich Bedienterminals, aber auch Antriebe. Im Handover haben wir das Thema, das ist wahrscheinlich, wo wir eher bekannt sind in der breiten Masse, Bankomaten, Backausstationen bei der Post, die sind eigentlich recht bekannt, oder bei der DHL. Und Lotterielösungen, auch in ganz Europa vertreten. Und Energy Automation, hauptsächlich oder sehr bekannt die Wallboxen, aber auch Steuerungen für Heizungssteuerungen bzw. Elektrik. Das Ganze ist gebündelt in der Keber Group. Wir sind die Abteilung, wo ich arbeite, wir sind auch in der Group angesiedelt. Wir beschäftigen uns grundsätzlich, also die Abteilung, wo ich bin, ist Business Innovation. Wir sind entkoppelt von dem täglichen Geschäft sozusagen. Bei uns geht es mehr mit dem Blick über den Tellerrand hinaus. Wir beschäftigen uns mit Technologietrends, die sich mit den nächsten 5 bis 10 Jahren beschäftigen. Was kommt da auf die Keber zu? Mit was müssen wir uns da einfach jetzt schon vorbereiten, dass unsere Produkte da jetzt nicht übergangen werden, dass wir nicht irgendwie einen Nokia-Effekt haben oder einen Nokia-Erwachen haben, dass auf einmal eine neue Technologie auf dem Markt ist, die was unsere Produkte obsolet macht. Und das ist unsere Aufgabe eigentlich bei Business Innovation. Schauen, was tut sich momentan und wie können wir das in unsere Produkte einfließen lassen. Was für neue Produkte kann man vielleicht damit machen, die gut in die gegebenen Geschäftsbereiche mit hineinpassen. Und wir gehen da von der Ideengenerierung bei Business Innovation bis hin zu Prototypen bzw. Vorprodukte sozusagen, wie man dann an die Geschäftsbereiche auch übergeben können, wo man dann eben dann in die Geschäftsbereiche dann neues Geschäft machen kann. Soviel zur Keber allgemein. Ich switch jetzt ein bisschen. Dahingehend eben zu meinem eigentlichen heutigen Thema, nämlich den KEBOP, dem KEBOP AI System, den wir im letzten Jahr bei uns in Business Innovation auch entwickelt haben. Meine Rolle da in BI ist eigentlich die Projekt- und Teamleitung von in dem Bereich Data Science, Machine Learning, Computer Vision. Und dahingehend ist eben der KEBOP eines von den Projekten, was wir in den letzten Jahren auch umgesetzt haben, das dann wirklich entwickelt worden ist und jetzt auch schon verfügbar ist. Der Talk heute soll darum gehen, euch ein bisschen einen Einblick in das geben, wie denkt und handelt der KEBOP. Und starten wir mal hinein. Wer oder was ist KEBOP? Dazu gibt es kurzes Video von uns intern, das ich jetzt auch mit dem auch gerne starten mag, weil ich glaube, das beschreibt das Gerät an sich ganz gut. Es ist ganz am Anfang entstanden und ja, gibt einem, glaube ich, einen ganz guten Überblick drin. Hallo, das ist KEBOP. KEBOP ist eine künstliche Intelligenz für Bankfilialen. Integrierte Kameras und die eigens entwickelte KI-Steuerung lassen KEBOP sehen. Hören, sprechen und lernen. KEBOP behält die Umgebung im Auge. Somit können Ihre Kunden sorglos Transaktionen durchführen. Das schafft Wohlfühlatmosphäre. KEBOP kann bei Bedarf mit den Foyerbesuchern kommunizieren. KEBOP erkennt Unregelmäßigkeiten.
Selbstuntersuchung nicht Folge geleistet. Informiert Keyboard die Sicherheitszentrale und löst Alarm aus. Keyboard lässt sich einfach installieren und konfigurieren. Er benötigt lediglich einen Stromanschluss, ist netzwerkunabhängig und kann ohne besondere Vorkenntnisse sofort in Betrieb genommen werden. Keyboard bringt eine Vielzahl neuer Services in ihre Filiale. Er hilft, unterstützt und sorgt für mehr gefühlte Sicherheit sowie Wohlfühlatmosphäre bei ihrem Kunden. Das ist Keyboard, der intelligente Helfer von Kiba. Servus, ich freue mich auf euren nächsten Besuch. Ja, mit dem Video ist das, die Idee eigentlich einmal zusammengefasst, die da uns herangetragen worden ist. Also die Idee ist bei Handover in einem Geschäftsbereich entstanden, vor allem bei Kollegen im Vertrieb, weil das Problem, auch wenn es jetzt zum Schmunzeln war, mit den Sprengungen in Banken tatsächlich ein sehr großes Thema ist in Deutschland. Beziehungsweise, ja, es war zu der Zeit auch noch Corona großes Thema und da einfach verschiedene Themen im Spektrum, die zusammenfassen sind, wo einfach dann die Idee immer weiter generiert wurde, immer wieder darüber gequatscht wurde, innerhalb Handover mit BI gemeinsam an der Idee gearbeitet worden ist. Und dann einfach mal gesagt worden ist, schauen wir, dass wir die ganzen Themen, die da zusammenkommen, in einem Video zusammenfassen, damit man einfach gleich mal schnell vermitteln kann, um was es bei dem eigentlich alles geht. Was hat der Clip geschaffen? Auf der einen Seite eben einmal erste Abstimmung mit Kunden auch, dass man gleich mal schnell hinausgeht und schaut, wie reagieren die drauf? Sagen die, ja, das ist etwas, was wir eigentlich sehr brauchen könnten, oder wie sie ablehnen halten dagegen. Das ist der eine Punkt gewesen, für das sehr viel verwendet worden ist. Das zweite war von unserer Basis für die erste Umsetzung, weil wir einfach aus dem sehr viel herausziehen haben können, aus dem, was die Kollegen aus Business Innovation da schon vorbereitet haben können, also intern vorbereitet haben, dass wir als Entwicklungsmannschaft schon mal rundherum uns Gedanken machen können, was braucht man da eigentlich dazu. Dieses Bild sieht man, glaube ich, fast überhaupt nicht, tut mir leid in der Auflösung. Fast aber eigentlich nur die Themen vom Video zusammen, falls das Video nicht funktioniert hat. Also, was waren die großen Themenblöcke, Situationserkennung auf der einen Seite und Handlungen auf der anderen. Das Ganze soll in Echtzeit funktionieren. Und was für uns sehr wichtig war, netzwerkunabhängige Lösung, die einfach zu installieren ist und das Ganze wirklich in einem kompakten Gerät zu sammeln, was eben auch ein bisschen die Herausforderung dann auch dargestellt wird. Auf die Situationserkennung geht, da werden wir in jedem Detail am 6. November genommen. Wie ist dann in der Umsetzung weitergegangen? Es sind verschiedene Teams, auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten für Keyboard-Wunderung entstanden, die sich einfach mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt haben. Auf der einen Seite das Design, was ich so optisch anspreche, was zu Keyboard-Produkten dazu passen würde, wie kann man das gut in einem Foyer platzieren. Auf der anderen Seite das ganze Thema Interaktion und Akzeptanz. Ist heutzutage, also bei uns in Europa, im Moment alltäglich, dass man von einem Gerät angesprochen wird, wenn der irgendwas erkennt. Was für Interaktionsmöglichkeiten haben wir grundsätzlich, dass man mit Leuten spricht? Sei es Video abspielen auf einem kleinen Display, sei es Leads, die blinken und einfach Aufmerksamkeit schaffen, Soundausgaben. Dahingehend haben wir das Glück in der Keyboard, dass wir einen eigenen Showroom haben, der einem Bankfoyer angelegt ist, wo einfach unsere Bankomaten eigentlich ausgestellt werden, wo wir sehr schnell mal hineingehen haben können und Tests durchführen haben können, wie reagieren die Leute drauf, wenn man da Textdurchsagen machen lässt, sehen sie eigentlich überhaupt den Keyboard, wann der über der Decke hängt. Und genau, das ist dahingehend auch sehr viel genutzt worden. Und eine große Gruppe hat sich auch mit dem ganzen Thema im Hardware auseinandergesetzt. Was bedeutet das, wenn man das wirklich in ein Gerät alles verarbeiten lassen will? Was für Rechenleistung braucht man da? Dass diese Situationen, beziehungsweise diese ganzen Themen, die man im Video sieht, auf einem Modul verarbeitet werden können. Beziehungsweise, was brauchen wir generell im Bereich Computer Vision im Thema Kamera Stream? Reicht da ein einfaches RGB-Bild? Braucht man mit Tiefenbildinformationen? Braucht man irgendwelche sonstigen Sensoren? Gestartet worden ist es dann einfach nur mit einer einfachen RGB-Kamera und einfach verschiedenen Tests. Beziehungsweise auch als eigener Punkt nur das ganze Thema Optimierung, eben weil das
laufen kann in der Cloud. Wir haben wirklich geschaut, dass das auf dem einen Gerät laufen kann. Also es ist eine eigene Gruppe eigentlich, die sich mit dem beschäftigt hat, was für Optimierungsschritte braucht man, damit das alles auf einem Gerät funktioniert. Und natürlich, last but not least, wichtigster Punkt, Softwareentwicklung. Das Ganze rundherum. Was haben wir uns vorgestellt, was wir alles brauchen, aus dem Video heraus, haben wir da einfach mal in einer Requirement-Phase geschaut, was für Themen poppen da alle noch dabei auf, beziehungsweise auf was für Hürden werden wir stehen werden, was muss erkannt werden, wo werden wir Probleme haben, sei es jetzt da, also das Bild ist einfach mal geschaffen worden, um sich eine Klarheit zu schaffen, okay, ein Bankier sitzt bei jeder Bank anders, es stehen viele Geräte drin, es können Pflanzen drin stehen, die Leute werden sich gegenseitig verdecken, wenn wir noch eine Kamera haben. Es wird nie alles abdecken, weil es gibt natürlich auch Bankomaten, die draußen stehen und die haben wir jetzt nicht im Blick, einfach weil wir da eine Kamera haben. Von dem her sind dann einfach verschiedene Epics und Tasks herausgefallen, die anschließend dann auch dabei abgearbeitet wurden. Und daraus entstand auch noch eigentlich eine Pipeline an verschiedenen Funktionalitäten, auf die ich jetzt eben näher eingehen mag. Nämlich, also wie der Talk-Thema war, wie deckt und handelt das Ganze jetzt eigentlich. Zusammensetzen haben wir die ganze Pipeline eigentlich aus verschiedenen unterschiedlichen Lösungen ansetzen, sowohl auf der einen Seite Open-Source-Modellen, die man einfach frei verfügbar bekommen. Und für unsere Zwecke einsetzen können. Wir haben auf der anderen Seite weiterentwickelte Netze, die wir für uns einfach customized haben, wo wir sagen, das sind halt Themen, die jetzt nicht in einem Google, Microsoft, Facebook-Netz vorhanden sind, sondern die wir für uns spezifisch noch trainieren müssen, beziehungsweise als letzter Punkt komplett selbst trainierte Modelle, wo man einfach merkt, ja, da können wir jetzt nicht auf Ressourcen zugreifen, die irgendwo anders schon mal verwendet worden sind, sondern das ist jetzt was ganz Spezifisches, wo man selbst an die drei Bereiche. Und ich habe das Ganze jetzt mit einem sehr guten Bild probiert. Oder ich probiere es mit einem einfachen Bild darzustellen, einmal kurz, was für Schritte, dass wir in der Pipeline drinnen machen, bevor wir es dann in einem Video sehen, wie das dann einfach läuft. Simpel am Anfang, wir fokussieren auf einen Videostream, das heißt, wir müssen unser Bild reinladen. Wir machen auf das ganze Objekterkennung, schauen, was, also da rausgerichtet wird jetzt mal Personen, haben aber in der Objekterkennung verschiedene Themen drin, man hat es vorher im Video gesehen, Gefahrenerkennung, daumenspezifische Objekte. Wir haben draußen im Feld jetzt auch in Kontakten mit Banken auch immer wieder andere Themen mit hineinbekommen, wie zum Beispiel Fahrraderkennung, was für sie lästig ist, wenn Leute mit Fahrrädern reingehen, oder Rollstühle erkennen. Damit man einfach auf spezifische Situationen dann auch jeweils reagieren kann, wenn es es erfordert. Für uns das Ganze, wie man sich im Video gesehen hat, ist Tracking, dass man den Personen auch wirklich ein Ist zuweist, damit man weiß, wie lange sind die drinnen, die Abstände zwischen den Personen zuordnen kann. Und dann aus den Daten einfach heraus Körperhaltungserkennung, ich habe das jetzt immer nur so einzeichnet. Mit den Landmarks, dass man schauen kann, wie es im Video angedeutet wird, wenn man stürzt, wenn man sitzt, wenn man Situationen haben, die jetzt nicht normal sind, dass man auch auf das spezifisch erkennen kann. Das machen wir mit der Post-Estimation, wo wir halt einfach dann was Eigenes drauf trainiert haben mit den Landmarks. Ist jetzt irgendwas passiert, was Unregelmäßigkeit ist, irgendwas, was sonst eigentlich nicht gemacht hat. Genau, die Stürzerkennung auf der Körperhaltungserkennung aufsetzend. Auch aufsetzen auf der Pose-Estimation, für wir verwenden die Landmarks im Gesicht, dass wir Kopferkennung rundherum machen, weil wir das wieder für andere Themen brauchen, wie zum Beispiel eine Klassifizierung, tragt eine Person jetzt an Helm zum Beispiel, tragt eine Vermummung, irgendwas, solche Sachen, das ist vor allem für eine Gefahrenerkennung, beziehungsweise für einen Use-Case, der was im Laufe des Projekts entstanden ist, relevant gewesen. Ja, diese Informationen laufen bei uns alle mit dem Kebo-Pendler zusammen, das ist unsere Logikeinheit sozusagen, wo dann zusätzliche Informationen aus diesen verschiedenen Schritten gezogen werden. Zusätzlich dabei haben wir eben Themen wie Lokalisierung im Raum, dass wir wissen, wo sich die Personen befinden. Wir können aus dem heraus messen, wie schnell sich die Personen bewegen, ob Steuern zwischen Personen, Aufenthaltsdauer, ob Personen in eine Gruppe reinkommen, in eine Familie reinkommt, wo genau das die aufgefallen wird, dass sie Abstand hat.
Als kurzes Beispiel, Video, das ist schon ein bisschen älter, zeigt aber jetzt den Raum bei uns drüben eben im Innospace, im Immergrün, diesen Schauraum. Wir hoffen, es sieht, wo die Kollegin reinkommt. Ich hörte mal kurz an, ich hoffe, man kann es ein bisschen lesen. Man sieht, die neuen Personen werden IDs zugewiesen, wir dann wissen, wie laut sie im Foyer sind. Wie lange sie erinnern sind, die Distanzen zwischen den Personen werden gemessen. Einfach auch solche Sachen wie Speer, da hat man sein Video gesehen, wenn wir sich zu nahe kommen, dass man da ein bisschen auf den Abstand halten. Ja, und was eben auch die Nebenbedingungen darüber war, wie bekommt man diese ganze Pipeline, was jetzt wirklich aus mehreren Netzen besteht, beziehungsweise Modellen, wie kriegen wir das jetzt auf ein Gerät drauf, dass das alles verarbeitet werden kann? Indem man mal die Einschränkung gehabt, gewisse Einschränkung dahingehend, was für eine Auswahl von Netzwerkarchitektur muss man verwenden können. Ja, das war halt einfach für die Programmierung ein wichtiger Schritt für uns. Wo ist momentan der Status von dem ganzen Projekt? Wir sind in der glücklichen Lage. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir da mit Banken eigentlich relativ schnell einen Kontakt auch wieder gehabt haben, dahingehend, weil das wirklich für einige Banken da schon ein großes Problem ist, um Sprengungen etc., dass die sehr interessiert waren und da gerne mitmachen. Da haben wir seit einiger Zeit auch zwei Prototypen in Deutschland aufgehängt. Das war für uns ein ziemlich heftiger Schritt, dabei aus diesem Elfenbeintürmchen für uns entwickeln, schauen, was grundsätzlich möglich ist mit der Technologie, hin zu okay, wir hängen jetzt auf einmal in einem Foyer, wo täglich mehrere tausend Leute durchlaufen, weil man glaubt halt, was im Bankfoyer so los ist. Wir haben da eigentlich eher mit wenig Verkehr gerechnet, aber da war richtig was los und das hat unser System halt auch schnell an die Grenzen gebracht. Aber es war ein extrem gutes Learning für uns, weil man dadurch erstens einmal gemerkt hat, okay, auf was für Sorgen müssen wir jetzt noch mehr schauen, aber auch, weil einfach dadurch ein großer Austausch mit den Banken dann, wir haben regelmäßige Termine gehabt, wo wir dann über das gequatscht haben, was für Funktionalitäten gehen denn ab, was können wir besser machen, was brauchen sie noch. Dahingehend ist dann auch zum Beispiel dieser gekommen mit der Helmerkennung, was ich vorher schon bei der Pipeline irgendwo angeteasert habe, aber im Video eigentlich nicht, weil das war damals nicht irgendwie, ist nicht als relevant erschienen. Und ist aber dann für die Banken schnell mal irgendwie so gekommen, wäre das nicht möglich, ich mache zur Kopferkennung, ich mache zur Sturmhauerkennung, kann man da den Helm aufmachen, weil es ist für die Bankangestellten extrem unangenehm, wenn Personen Motorradfahrer mit den Motorradhelmen hereinkommen, weil die haben oft schon die Erfahrung von Überfällen gemacht und sind dann immer nervös, weil Personen mit dem Helm auf einmal vor ihnen stehen. Von dem her haben wir diese Funktionalität jetzt hinzugebaut. Genau. Sie funktioniert auch dahingehend recht gut, dass die Leute, wenn sie angesprochen werden, eigentlich sehr schnell einen Arm in den Helm absetzen, beziehungsweise haben überhaupt die Erfahrung gemacht, die Ansagen und die Kommunikation vom Kleber wird eigentlich ganz gut angenommen. Also egal, ob es jetzt Abstand halten ist oder Helm abnehmen, beziehungsweise haben wir in einer Filiale, glaube ich, sogar mit einem TikTok-Trend ausgelöst, weil Jugendliche jetzt einige in unserer Bewegung als spannend finden, dass der so nicht gerne helfen mag. aber es funktioniert also dahingehend, dass die Leute auch akzeptieren, was ein Gerät sozusagen sagt, dass dieses auf gewisse Art und Weise auch verhalten soll. Ja, das war es eigentlich mal von mir. Ich hoffe, es war spannend für euch. Wenn es Fragen dazu gibt, jetzt sehr gerne und soweit. Vielen Dank. Testen da verschiedene Module durch.
Habt ihr das mit Masken oder mit Schminke probiert, bezüglich jetzt der Halloween oder Fasching? Weil es ziemlich uncool, wenn ich in die Jahre gehe und sagt, ihr ruft jetzt die Polizei von mir in den oder so. War tatsächlich eine große Frage, wie man sich aufklingen kann. Das war nämlich, glaube ich, zu Karnevalzeit, beziehungsweise war einfach die erste Auslieferung gedacht gewesen. Wir haben spezifisch auf Masken nicht das jetzt getestet. Es sind jetzt einmal für die Kopfverkennung sind zwei spezifische Fälle sozusagen drinnen. Entweder ein Sturmhaube, also so eine Skimaske, so eine schwarze, oder Motorradhelm, dass wir die mal erkennen, ob jetzt wer geschminkt ist oder sie was eine Clownsmaske aufsetzt, das haben wir momentan noch nicht. Noch nicht. Versucht ihr auch Personen persistent über mehrere Besuche hinweg zu tracken? Also wenn jetzt eine Person reingeht, wieder rausgeht und wiederkommt, erkennt ihr, dass es dieselbe Person ist oder nicht? Nein, das haben wir bewusst ausgeklammert. Also Personen kriegen nur die ID zugewiesen, wenn wir in Länge und Raum über die, also es gibt eine Eintritts- und eine Exit-Area, was halt von uns festgelegt wird, wenn die Person über die Exit-Area das wieder verlässt und einen gewissen Zeitraum aus der draußen ist, wird die ID gelöscht und sobald die wiederkommt, wird es neu. Also es wird jetzt nichts auf Dauer gespeichert und kriegen wieder die gleiche, damit wir wissen, wie oft die Person drin ist. So was macht es nicht. Sehr gut für die Privatsphäre. Momentan nicht. Wir haben tatsächlich momentan nur einen Videostream, den wir bearbeiten. Es ist im Video gedacht gewesen, dass das Ganze interaktiv möglich ist. Dahingehend, wenn ihr jetzt schon fragt, kann ich Ihnen helfen? Also sagen kann, ja, bitte. Das ist leider momentan noch nicht, weil wir sind am anderen Projekt bei uns relevant. Wer die Führung noch macht, sieht, das Ganze geht dann Sprachsteuerung. Ist ein großes Thema bei uns drinnen. Es ist angedacht, dass das weiter verfolgt wird beim Keyboard, aber momentan macht er eben nur eigentlich Video. Ja, danke. Nein, noch nicht. Momentan sind zwei, die alles versuchen. Intern haben wir mehrere gesehen da drüben, in Windows Space einer, man kann sich nochmal live anschauen, wie er mitgedreht ist. Das wird das. Das ist ein extrem heikles Thema, ja. Wir haben das immer wieder am Radar gehabt mit Sturmhauben und jetzt anderen Kopfbedeckungen. Wir haben die Lösung dahingehend getrieben, dass Alarmsituationen jetzt wirklich nur ab einer gewissen Uhrzeit eintreten können. Und es ist aus einer Kombination von mehreren Features. Also es ist jetzt nicht nur, wenn wir mit einer Sturmhaube oder mit einem Hitchhiker reinkommt, dass der sofort einen Polizeialarm auslöst, sondern es müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Also da kann man Features sagen, wie schnell bewegt sich das rein, haben wir sonst noch irgendwelche Themen wie Objekte, die für uns jetzt auf Gefahr schließen lassen, dass man halt dort auch dann eine Metrik erstellt, wo man dann sagen kann, okay, wenn man da über einen Threshold drüber kommt, dann löst man einen Alarm. Das aber nicht jetzt einfach in diesem Fall. Beziehungsweise dunkle Haut ist explizit, wir haben verschiedene Tests gemacht, war kein Problem. Aber die Vermögen, also mit Kopfbedingungen und so weiter. Zwei Jahre, so über Dachen, also das ist schon. Hat schon gut gemacht. Du hast angefangen zu sagen, ihr habt eine also proprietäre Software, und dann sagt so wie uns was, wie ist das Verhältnis so ungefähr, würde ich schätzen? Ein Drittel würde ich sagen, Open Source, also es verteilt sich eigentlich ganz gut auf Drittel, würde ich sagen. Also wirklich Open Source Modelle, die was man hat auf die Box nehmen, wie sind, wo man einfach sagen, also ja, Objekterkennung, Personen, solche Themen, brauchen wir nicht mehr trainieren, weil das ist gelöst. Das fangen wir jetzt nicht an.
Motorradhelme gibt es auch tatsächlich schreibige Sachen und Helme, was für Sturzerkennung, solche Thematiken da mehr gemacht, beziehungsweise dann jetzt für uns Vollstühle, Fahrräder, solche Sachen, dass wir die Objekte können mit hineinbringen. Das schätzen wir mal nur in Fearance machen, also nur ausführen, dann nichts nennen auf dem. Das war von der Hardware nicht genug. Ja. Also da haben wir dann eigene Rechner, die halt Grafik können. Dann auf dem Ding. Aber grundsätzlich ist es meistens eine Kombination aus offenen Datensätzen, die wir irgendwo frei bekommen, und zusätzlicher Ergänzung von unserer Seite, wo man sagt, okay, und das müssen wir jetzt zusätzlich erweitern. Bei der Kopferkennung war es zum Beispiel, beziehungsweise bei der Helmerkennung, Sturmhaumerkennung, war es primär offenes, freies Datensätze zu Gesichtern, was frei zugänglich sind, die dann um Bilder, die man auch im Webcrawler finden kann, Bilder, die wir selbst generieren, dann ergänzen und damit dann mit, ja, werden halt dann zusätzliche Daten erstellt und mit dem Rechts dann eigentlich ausgestellt. Also, ist eigentlich ein sehr naheliegender Schritt, nachdem wir Kopferkennung machen, können wir eigentlich die Gesichter verpixeln, die ist eigentlich auf der Roadmap drauf, dass man es rein theoretisch macht, die Banken, beziehungsweise wir wollen uns eigentlich jetzt nicht unbedingt, die Möglichkeit wäre da, aber momentan brauchen wir es noch nicht, aber es wäre natürlich möglich. Beziehungsweise, es gibt auch andere Daten, wir drinnen zum Beispiel die Post-Estimation mit den Landmarks, da tut man nur die Punkte rausziehen, das sind eben strukturierte Datensätze, da brauche ich kein Bildmaterial dazu, von dem her, das kann man sich schon nehmen. Das wird jetzt nicht verwendet. Für die Linderkennung haben wir tatsächlich solche schon einmal, weil es halt einfach Fälle gibt, die man erinnern, dann auch teilweise schwer. Nein, das ist normal irgendwie. Wir müssen noch nicht kalibriert werden. Aber es wie viele Personen auf einmal können da erkannt werden? Also wie viele IDs gibt es? Am Anfang haben wir es tatsächlich nicht eingeschränkt gehabt, was ein Riesenproblem war, weil im Bankfoyer laufen Personen reinkommen und dann zum Schalter raufgehen und dann fühlt sich irgendwann mal die Pipeline auf und dann muss natürlich immer mehr gegenchecken, ob die Person, die jetzt da neu reinkommen ist, nicht schon in der ID ist, die man sofort gekannt hat. Und damit, das war eines von den großen Problemen, was wir ganz am Anfang gehabt haben, fühlt sich der Speicher immer mehr an und wird immer langsamer. Darum haben wir es jetzt einmal eingeschränkt auf, ich glaube, 20 Personen. Wenn da es dann übervoll wird, dann wird die letzte, die was er, also die, was er schon am längsten nicht mehr gesehen hat, dann wieder rauspushen. Das ist eine Entscheidung, was man momentan treffen muss. Wie plant ihr jetzt, das weiter vertrieblich auszurollen? Also mehr als 2 Kunden noch, oder? Ist nicht unser, wir sind jetzt nicht direkt die, also Business Innovation ist eher als Dienstleister für die Geschäftsführerinnen, ne? Damit wir ihnen auch aufzeigen, was wir heutzutage machen, oder was ist möglich, was kommt auf uns zu, beziehungsweise auch so weit gehen, dass wir weiter weg vom Prototypen schon wirklich in Vorprodukte gehen, die wir dann an die Geschäftsfelder übergeben können und eigentlich relativ schnell auch in Produktisierung gehen kann. Also die Möglichkeit wäre da momentan ist so, dass bei Handover Evaluierung läuft, ob sie das übernehmen wollen, beziehungsweise ob sie da auch das Potenzial sehen wie wir. Und wenn das so ist, dann wird es produktisiert von Handover. Mit was für Tatwerkzeugen sind eure Testeinbrecher ausgestattet gewesen? Hat sich auch gemeint, unsere Testeinbrecher beruhen, leider gar nicht so lustig, tatsächlich auf echten Einbrechern, die früher mit Gasflaschen und Schlauch in die Bankomaten reingefahren sind und dann das
richtig häufig. Das hat sich gewandelt, die verwenden mittlerweile Festbrennstoff, Sprengstoff, den wir so durch ankleben, und von dem her haben wir die Objekte etwas ändern müssen, auch in dem Bereich. Von dem her adaptieren wir das auch. Aber waren unterschiedliche Settings. Beim ersten Video, darum ist das auch noch mit der Gasflasche, dann haben wir das noch eher das Thema. Vielen Dank, du bist sicher noch passend drauf für die nächsten Fragen. Ich würde jetzt gerne zum zweiten Talk kommen, Stefan. Dass wir noch rechtzeitig in die wirkliche Pause gehen können. Ihr werdet es auch sehen. Also es ist nicht nur auf Angular anwendbar, es ist eigentlich sehr großflächig anwendbar. Ganz kurz vor zu mir, ich bin der Stefan Haas. Ich bin aus Alkoven, genau gesagt aus Straße. Ich beschäftige mich sehr viel mit Angular und mit NX und bin freiberuflicher Softwareentwickler. Seit kurzer Zeit bin ich NX Champion, das heißt, ich bin in sehr direktem Kontakt mit dem NX-Team. Und ich mache Schulungen zu NX und Angular. Und wer gerne über Angular was lesen möchte, ich bin ein Blogger und habe einen Blog, der heißt NG Journal. Da findet man jetzt wirklich jetzt ganz, ganz viele Enterprise Topics zu Angular. Genau, kurz zur Agenda. Wir werden uns drei Themen anschauen. Zum einen Monorepos. NX, das ist jetzt wirklich das professionelle Tool für Monorepos. Und das Modularisieren, welches wir mittels NX machen können. So, aber warum ist das Ganze jetzt überhaupt interessant? Warum sollten wir überhaupt uns Gedanken machen über Architektur im Frontend? Und zwar dazu, mögen wir mal das Beispiel anschauen. Man geht von einem ganz klassischen Monolithen aus. Man kennt es, über die Zeit hinweg entwickelt sich das so etwas. Die Komponenten im Monolithen greifen einfach zu sehr ineinander. Man bekommt einfach ein Spaghetti-System und über kurze Zeit hinweg immer einfach ganz, ganz viele Bugs. Kurze Anekdote dazu. Meinen ersten Softwareentwicklungsjob nach der HTL habe ich angefangen in einem Point-of-Sale-Laden. Das heißt, wir haben dort Kassensysteme entwickelt. Prinzipiell ganz, ganz was Triviales, Einfaches. Aber das Ding war das, die Software, in der wir entwickelt haben, die ist schon über 10 Jahre entwickelt worden. Und da haben wir sich anfangs nicht Gedanken über die Architektur gemacht. Demnach haben wir genau so einen Monolithen gehabt und mein Alltag hat so ausgeschaut, dass ich einen Bugfix gemacht habe. Der Bugfix hat eine unvorhersehbare Änderung in einem anderen Teil des Systems gehabt und dann hat es woanders einen Bug. Das heißt, ich bin wirklich in einem Hamsterrad gelaufen, wo es von Bug zu Bug gegangen ist und das war nicht so cool, sagen wir mal so. Das heißt, wir wollen von diesem klassischen Monolithen weg und zu so einem modularen Monolithen. Man möge das bitte nicht verwechseln mit Microservices oder Microfrontends. Es ist trotzdem noch ein Monolith, aber halt einfach mit klareren Boundaries. Monorepos. Um Monorepos wirklich zu erklären, sollte man mal einen Schritt zurückgehen und von einem Polyrepo-Ansatz ausgehen. Was heißt Polyrepo? Das heißt, wenn wir jetzt mehrere Apps, mehrere Libraries haben, packen wir jede App und jede Library in ein eigenes Repo. Nachteil ist, wir müssen das Ganze publishen, wir müssen das Ganze versionieren und es kann durchaus zu Versionskonflikten kommen, denn es kann passieren, dass ich sage, hey, ich habe da eine Abhängigkeit auf eine Library, einmal mit der Version 1, einmal mit der Version 2 und dann kracht es.
Das Ganze kann man vermeiden, wenn man jetzt einen Monorepo-Ansatz verwendet. Wenn man sagt, hey, ich schiebe alle meine Apps, alle meine Libraries in nur ein Repository, weil dann muss das Ganze nicht mehr verteilen, muss das Ganze nicht mehr versionieren. Dann kann es das Ganze direkt verwenden. Also ein paar Punkte habe ich eh schon angesprochen, aber warum sollten wir jetzt prinzipiell Monorepos verwenden? Zum einen mal die Single Version Policy. Was meine ich damit? Naja, wie schon gesagt, man muss nichts versionieren. Das heißt, ich muss mich nicht um Versionsnummern kümmern, ich muss nichts verteilen. Bedeutet auch, jedes Mal, wenn ich einen Checkout mache von meinem Master Branch, wenn wir jetzt ein Trunk-based System haben, dann ist es immer sozusagen die aktuelle Version unserer Software. Und großer Vorteil ist, wenn ich jetzt ganz viele Libraries habe, wenn ich ganz viele Apps habe, habe ich da wirklich Konsistenz. Ich kann zum Beispiel sagen, alle meine Libraries, alle meine Apps sollen zum Beispiel Jest oder Cypress verwenden, um dort Tests zu machen. Ich bleibe in einem Technologie-Stack. Das Konsumieren von Libraries ist bei einem Polyrepo-Ansatz wirklich ziemlich aufwendig. Wenn ich sage, ich mache eine Änderung, ein neues Feature in meiner Library, dann muss ich zuerst das Feature implementieren, anschließend die Versionsnummer erhöhen, dann mache ich ein Build, dann muss ich das Ganze npm publishen und dann muss ich rübergehen zu meiner konsumierenden Library oder App und das Ganze muss ich installieren. So, und jetzt bin ich drauf gekommen, oh je, da gibt es einen Bug. Jetzt muss ich wieder zurückgehen, Bug fixen, muss ich wieder die Version erhöhen, wieder ein Build machen, wieder ein Publish machen, wieder installieren. Das Ganze ist einfach aufwendig. Mit der Monorepo sieht das Ganze ziemlich viel einfacher aus. Alles, was ich da mache, ist einfach, ich mache einen Import. Mehr ist das Ganze nicht. Ich greife immer auf die aktuellste Version zu. Von der Projektstruktur her sieht das Ganze gar nicht so ungewohnt aus. Man kennt so eine Struktur schon. Es sieht sehr, sehr ähnlich aus wie einer klassischen Angular-Anwendung. Der große Unterschied ist hier, ich habe da jetzt ganz, ganz viele Projekte drin. Es können Apps sein, es können Libraries sein. Aber wir haben nur eine Package-JSON. Wir haben nur einen Node-Modules-Folder. Das bedeutet, alle unsere Apps, alle unsere Libraries in diesem Monorepo teilen sich dieselbe Version von Angular, teilen sich dieselbe Version von RxJS. Das heißt, da kann es niemals Konflikte geben. Das Ganze kann man einfach direkt schon machen mit der Angular CLI direkt, da braucht man nicht einmal ein NX oder irgendein anderes Tool dafür. Das Ganze ist ganz einfach, ich erstelle mir ein neues Projekt ohne eine App und füge da ganz viele Apps und Libraries hinzu und das Ganze funktioniert direkt. Also es klingt alles schon mal sehr, sehr gut. Aber wenn das jetzt sozusagen einfach so eine gute Lösung ist, wo ist dann der Haken? Warum macht das nicht schon jeder? Grund dafür ist, mit der Zeit werden solche Monorepos ziemlich, ziemlich groß. Und um dieses Problem anzugehen, gibt es da wirklich professionellere Tools, sowas wie zum Beispiel Bazel, das wird jetzt verwendet von Google intern. Es gibt auch ganz viele andere wie Turbo, Lerner, das ist jetzt in NX inzwischen integriert und eben NX. Das ist das Tool, das man gerade im Frontend am häufigsten sehen wird. Kurz vorab, NX ist ein Third-Party-Tool. Wer es Angular verwendet, der wird sich denken, wieso sollte ich da ein Third-Party-Tool verwenden? Angular ist ja bekannt, dass es das Batteries-Included Framework ist, wo du alles direkt out of the box schon bekommst. Aber es ist das de facto Industriestandard. Das heißt, wenn man ein Monorepo sieht mit Angular, dann sieht man das meistens mit NX. Der Grund dafür ist einfach, weil es die Angular CLI erweitert. Das heißt, alle Features der Angular CLI, alles was man verwendet hat, um Komponenten zu erzeugen, um Services zu erzeugen, das funktioniert alles genau gleich wie vorher. Man kann das alles ganz genau gleich verwenden, nur oben drauf gibt NX einfach ein paar Sahnehäubchen, die einfach wirklich sinnvoll sind für Monorepos. Wenn man sich die NPM-Downloads ansieht, sieht man, NX ist inzwischen schon deutlich größer als Angular. Ich glaube, der Chart war circa vor einem halben Jahr. Inzwischen sind wir schon bei fast 400.000 wöchentlichen Downloads. Und Grund dafür ist, weil NX nicht nur mit Angular verwendet werden kann. NX könnt ihr prinzipiell mit ziemlich allen verwenden. Also angefangen von React, Svelte, Vue, den klassischen Frontend-Frameworks, bis hin zu Java, .NET, könnt ihr prinzipiell alles verwenden. Und ihr erzeugt so ein NX-Workspace, beziehungsweise ein Monorepo ganz einfach mit diesem Command. Und dann dürft ihr wählen,
welches Monolith ihr haben wollt. Wollt ihr entweder ein Package-Based, Integrated oder Standalone? Package-Based ist jetzt ein Typ, der konfiguriert NX nicht so viel für euch, das heißt, ihr habt hier ganz viel Customizability, müsst aber ganz viel selber machen. Da müsst ihr euch wirklich von auskennen. Die meisten Monorepos, die man so sehen wird in der Wildnis, sehen so aus, das sind Integrated Monorepos. Da kann man sich jetzt wirklich darauf konzentrieren, wirklich Features zu bauen. Und wer sagt, ich finde NX cool, aber ich brauche kein Monorepo, der kann sagen, ja cool, verwende ich NX als Standalone-Project und ich bekomme Sachen wie Jest, Cypress und ESLint vorkonfiguriert. Das Ganze funktioniert auch jetzt ganz ähnlich wie bei Angular. Anstelle von ng-generate, app-library, component, was auch immer, schreibe ich einfach nx-generate und es ist im Prinzip ganz genau gleich wie vorher. So, wo wir jetzt wissen, wie wir Monorepos einsetzen können und wie wir NX verwenden können, geht es nun darum, wie wir das Ganze modularisieren können. Wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht, eine traditionelle Angular-Architektur, die man so in circa jedem Buch so finden wird, sie ist folgende. Man hat hier ein App-Module oder eine App-Component, wenn man es sagt, heutzutage mit Standalone-Components. Dann teilt man die App in Features auf. Man slice die ganze in kleine Features, lazy-loadet die und die teilen sich normalerweise irgendeine Shared-Library. Das ist prinzipiell das, was man meistens sieht. Aber in der Praxis funktioniert das ganz oft nicht bei solchen Enterprise-Projekten, wo gerade Angular eben zum Einsatz kommt. Denn mit der Zeit wird so ein Ansatz zu so etwas. Die Features greifen irgendwann zu sehr ineinander und ich habe hier keine klaren Grenzen mehr. Und das Ziehen der Grenzen ist wirklich das Essentiellste, sodass ich da wirklich Subsysteme schaffen kann, die wirklich möglichst unabhängig sind, sodass ich, wenn ich einen Change in einem Teil des Systems mache, der wirklich keinen Effekt auf die anderen Teile des Systems hat. Das heißt, von so etwas möchte ich weggehen, ich möchte zu so etwas gehen. Wo ich wirklich sagen kann, hey, ich habe da einen komplett isolierten Teil in meiner Applikation. Im Idealfall ist es wirklich so isoliert. Das heißt, in meinem Boundary A hier zu sagen, kann ich nicht auf den Boundary B zugreifen. Das sind dann wirklich total isolierte Systeme. In der Praxis sieht es dann so aus, da wird es schon durchaus irgendeine Kommunikation geben müssen. Die muss man aber wirklich explizit und sehr schlau machen, also über zum Beispiel Private APIs, sodass man nur das minimalste Teil nach außen. So, abstrakt klingt das ja immerhin ganz einfach. Die Frage ist jetzt, wie setzen wir das Ganze um? Und dazu können wir in die ESLint.rc.json-File geben. Das heißt, wir konfigurieren das Ganze über einen Linter. Und da bietet uns NX die NX Enforce Module Boundaries Regel, die wir ganz einfach erweitern können. Und zwar so: Da schreiben wir es einfach rein. Hey, wir haben zum Beispiel einen Tag, der heißt Boundary A. Und da sagen wir: Hey, mein Boundary A, der darf jetzt nur auf Boundary A und auf Boundary Scope Shared zum Beispiel zugreifen. Wenn ich jetzt einen Shared Scope hätte. Bei Boundary B sieht sowas, der darf nur auf B zugreifen und auf Shared. Shared darf nur auf Shared zugreifen. Das heißt, mein Boundary A kann somit nicht auf Boundary B zugreifen. In der Praxis sieht es dann so aus, wenn ich böse bin und versuche in meinem Boundary A auf eine Funktion, die exportiert wird in meinem Boundary B zuzugreifen, bekomme ich diese Fehlermeldung. A project tagged with scope boundary A can only depend on libs tagged with scope boundary A and scope share. Das bekomme ich als Fehler angezeigt in meiner IDE. Und wenn ihr mich fragt, ist das wirklich ein Killer-Feature von NX, weil ich kann somit meine Architektur modellieren über den Linter und kann das Ganze prüfen. Das heißt, wenn mein Entwickler jetzt etwas Böses machen möchte und meine Architektur bricht, dann bekommt er direkt beim Entwickeln in der IDE angezeigt, hey, sowas darfst du gar nicht machen. Und das Allerbeste daran ist, das hier. Es ist nur ein Lint. Es bekommt nicht nur in der IDE angezeigt, auch in der CI-Pipeline kann ich das integrieren.
integrieren mit einem NXLint. Das heißt, ich kann das Ganze automatisiert prüfen, dass der auch meine Architektur einhält. So. Jetzt direkt mal kurz eine Demo. Dazu schauen wir uns das Ganze mal wirklich im Code an, damit das Ganze nicht so abstrakt ist. Dazu habe ich da ein kleines Monorepo vorbereitet. Wie wir eben besprochen haben, sieht das Ganze sehr ähnlich aus wie das, was wir vorhin schon gesehen haben bei der Projektstruktur. Wir haben hier jetzt kein Projects Folder, aber das ist aufgeteilt in Apps und Libs. Unter Libs haben wir jetzt Libraries drin und unter Apps haben wir Apps drin, so wie es eben sagt. Dann haben wir hier ganz, ganz viele Konfigurationsdateien. Wir haben ESLint, wir haben Jest, wir haben Prettier. Das wird alles vom NX vorkonfiguriert und das können wir so standardisiert für unser Projekt verwenden. Wir haben eine Package.json, ein Node-Module und alle Libs, alle Apps greifen darauf zu. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich hier reingehe in mein Boundary A, das ist ein Folder, in meine Lib A, dann könnte ich hier reingehen und versuche eben genau das zu machen. Ich versuche hier einen Import zu machen von meinem Boundary B und bekomme hier eben genau diese Fehlermeldung. So, die Frage ist jetzt, warum bekomme ich hier diese Fehlermeldung? Ja gut, weil ich das konfiguriert habe, hier in meiner ESLint-File. Da sieht man, wir können ganz viele Regeln definieren, unter anderem diese Enforce Module Boundaries Regel. Und da haben wir eben gesagt, hey, der Source Tag Boundary A darf nur auf A zugreifen und auf Shared. Die Frage ist jetzt, woher kommt dieser Source Tag? Und die Antwort darauf finden wir in unserer Library. Das ist jetzt nicht der Name zwingend der Library, sondern hat jede dieser Libraries einen sogenannten Project.json-File. Das heißt, jede Library kann eigens konfiguriert werden. In diesem Project.json-File, wenn wir da mal reinschauen, finden wir da ganz, ganz viele Konfigurationseinstellungen zu Angular-spezifisch. Was aber jetzt nicht Angular-spezifisch ist, ist hier dieses Tags. Das ist ein Array von wirklich ganz zufälligen, frei wählbaren Tags. Da kann ich jetzt wirklich irgendwelche Strings mit allem Möglichen reinschreiben. Zum Beispiel hier ein Hello. Das kann jetzt wirklich alles sein. Und diese Tags kann ich dann verwenden in meiner ESLint.json, um wirklich auf diese kategorisierten Libraries zuzugreifen. Genau. Das wäre jetzt prinzipiell schon mal alles zu meinem Talk und ich würde jetzt gerne direkt schon mal übergehen zu Fragen. Also, das kommt drauf an. Das ist eine gute Frage. Und zwar, wenn ich jetzt in meinem Monorepo bleibe und sage, ich verwende meine Library A zum Beispiel für irgendeine App, dann brauche ich da intern gar keine Versionierung, denn ich greife direkt auf die Library A zu. Wie funktioniert das? Das funktioniert so insoweit, dass ich in meiner TS-Config hier einfach Pathmappings habe. Das heißt, ich habe hier ein Pathmapping. Es sieht zwar aus wie ein Package, das man sich runterlädt über die Node Modules, aber es zeigt im Hintergrund nur auf eine Bearer-File, auf eine Index-File. Und in dieser Index-File, da kann man mal reinschauen, werden einfach Sachen explizit exportiert. Mehr ist es nicht. Das heißt, wenn wir jetzt einfach einen Import machen, so wie hier, von diesem UB und wir sagen hier from this NX Boundaries, Boundary B, Lib B, ist das hier einfach mit Pathmapping von TypeScript und wir machen hier einfach nur einen File-Import auf diese index.ts-File. Mehr ist es in diesem Monorepo. Wenn wir so sagen, hey, okay,
ich möchte jetzt diese Lage außerhalb meines Monorepos verwenden, dann haltet uns aber das Monorepo prinzipiell nicht davon auf, dass wir sagen, wir machen das Ganze publishable. Das heißt, wir machen eine Library, die wir bauen können, die wir publishen können zum Repo. Das heißt, wir können intern im Monorepo das ganz normal verwenden, so wie hier über das Path-Mapping, können das Ganze aber trotzdem versionieren und trotzdem herausgeben und außerhalb des Monorepos konsumieren. Wie schaut es mit externen Dependencies aus und wie kann man NX im Vergleich zu externen Workspaces sehen? Externe Dependencies findet man einfach ganz normal, wie man es kennt, in der Package.json. Das sieht so aus, man hat eben wie jeder Package.json Dependencies drin. Das Besondere ist aber, wenn man jetzt in eine Library geht oder wenn wir jetzt direkt wirklich in eine App gehen, dann wird man da drin wirklich keine Package.json. In der Lage auch nicht. Das heißt, wir haben da eine globale Package.json, die Anwendung findet für alle unsere Libs und alle unsere Apps. Das heißt, die teilen sich die. Und wenn jetzt in meiner Package.json drin steht, ich habe Angular mit der Version 16, dann gilt das für alle Libraries und alle Apps. Das heißt, wir teilen die Package.json und jeder hat dieselbe Version. Das heißt aber, was Compile-Time angeht oder so, kann ich da jetzt dann keine Optimierungen rausziehen. In dem Sinne, dass er dann weiß, dass eine Library halt nur in einem Modul verwendet worden ist, nicht in einem anderen und dadurch ein Update jetzt nicht wieder das rekompilieren müsste. Solltest du die Frage bitte nochmal wiederholen? Es bringt keine Compile-Time-Optimierungen oder Compile-Avoidance oder solche Sachen mit, wie man es quasi von Java kennen würde. Nein, also Compile-Time-Optimierungen so nicht. Wenn du jetzt wirklich an einem Angular Enterprise Projekt arbeitest, würdest du das idealerweise in ganz, ganz viele kleine Libraries teilen. Also die Projekte, wo ich meistens arbeite, sind ziemlich groß und da haben wir durchaus über 200 Libraries in nur einem Angular Frontend. Grund dafür ist, weil du mit diesen Libraries wirklich ganz, ganz klare, strikte Grenzen ziehen kannst, weil das viel bessere Private APIs sind, als wie ein klassisches Engine-Module. Weil du über ein Engine-Module vorbeigehen kannst. Und über so eine Library hast du wirklich immer einen Entry-Point mit dieser Index.ts-File, wo du wirklich explizit sagst, ich exportiere jetzt das oder das oder das. Und die anderen Sachen kannst du wirklich da gezielt verstecken und da kann man nicht vorbeigehen. Genau. Zur Laufzeitoptimierung, das hat jetzt keine Auswirkung darauf. Du kannst dann Bildzeitoptimierung machen, weil NX cached das Ganze. Das heißt, wenn du wirklich ganz, ganz klein, viele klein geschnittene Libraries aufgeteilt hast, dann machst du zum Beispiel eine Änderung in nur einer Library und dann gibt es nur drei andere Libraries, die davon einen Effekt spüren und betroffen sind. Dann werden auch nur diese gebaut und die anderen 197 werden nicht gebaut. NX-Executors und NX-Generators gibt. Das heißt, die musst du dir einmal schreiben und dann wird zum Beispiel, wenn du jetzt einen NX-Executor hast für ein .NET-Projekt, wird einfach dieser NX-Command mit NX-Run-Build zum Beispiel einfach im Hintergrund ein .NET-Build angestoßen. Und das gibt es prinzipiell schon out of the box für ganz, ganz viele Technologien, für Java, für .NET, für Next, also wirklich ganz, ganz viele Sachen. Und somit kann man das dann wirklich durchaus oft sehen, dass man wirklich Fullstack in einem Monorepo entwickelt, dass man da Front- und Backend drin hat. Das ist dann auch wirklich ganz, ganz cool, wenn du sagst, du hast ein cross-funktionales Team oder ein Fullstack-Team, das checkt das aus und das pusht dann immer ein Feature zum Beispiel als komplette Story. Gibt es noch weitere Fragen? Dann
würde ich sagen, danke für den Vortrag. Es war mir eine Ehre. Und ich freue mich schon auf die Diskussion. Danke, Stefan. Dann starten wir in die Pause. Die Pause werden wir heute bis 8:45 machen, etwas länger, also 24:45, für alle nicht Oberösterreicher. Wir haben heute etwas Besonderes, wie angekündigt, wir haben eine exklusive Führung durch den InnoSpace. Thomas, magst du ein bisschen was sagen, was uns erwartet? Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Eigentlich habe ich jetzt eine ganz schwierige Aufgabe, oder ihr habt eine schwierige Aufgabe. Wir haben nämlich Möglichkeiten, unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt, habe ich gerade erfragt, es gibt Schnitzelbrötchen und super schöne, auch gute Getränke. Alternativ gibt es InnoSpace. Das heißt, es gibt jetzt eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder nur essen und trinken und sich gut unterhalten. Oder eine Mischung, das heißt, vielleicht eine Gruppe geht mit dem InnoSpace, die andere isst und trinkt und unterhält sich gut und wechselt dann. Oder was auch immer. Aber dass man sich entscheiden kann, für was man sich jetzt die nächste Dreiviertelstunde die Zeit widmet, vielleicht zwei, drei Worte zum InnoSpace. Also abhängig von wer Interesse hat, machen wir eine Führung oder zwei Führungen. Und dass sie sich besser entscheiden können, vielleicht zwei, drei Takte zum Inhalt. Also was wir, der Martin hat schon angesprochen, wir machen Forschung für Ausentwicklung, wir gehen an die Grenzen von dem, was technisch möglich ist. Und alles, was wir da tun und entwickeln und Forschung teilen, wir im InnoSpace. Und da geht es um Technologien wie EUX, E-Control, autonome Maschinen, mobile Roboter, da geht es um Orchestration, Knowledge Engine, Modeling, also alles, was cool und interessant ist. Diese Dinge sind bei uns in Arbeit und wir übersetzen die in wirkliche Use Cases. Das ist ja echt das Spannende aus unserer Sicht, dass man sich nicht nur damit beschäftigt, sondern auch dann schaut, wie könnte das in dem Produkt ausschauen. Und diese Dinge, die teilen wir im InnoSpace, in einem frühen Stadium, aber auch schon vorausentwickelt. Also wer Interesse hat, technologisch sich die Themen anzuschauen, der darf mit mir ins InnoSpace gehen. Aber die Frage vorab, wer, also immer auch auf Blick auf die Schnitzel und die guten Getränke, wer hat Interesse, ins InnoSpace zu gehen? Warum ich die Frage stelle, ist, der ist relativ klein, der Raum, super interessant, aber klein. Und wir kriegen auf keinen Fall alle auf einmal durch. Aber wir sollten jetzt mal kurz die Hand hochheben. Wer würde gerne das InnoSpace anschauen? Wow! Schnitzel ist auch super gut. wir haben eine Kapazität von normalerweise 20, maximal 30, haben wir auch schon probiert. Madeleine hilft dann vielleicht, wenn zu viele dabei sind, aber die sind ja mehr wie 60. Also wir machen es jetzt in zwei Gruppen. Wenn dann noch welche übrig sind, dann können wir spät eine Nachtschicht auch noch einbringen. Aber wenn dann alle Bier trinken, dafür steht das gar nicht mehr. Bevor wir zu unserem dritten Talk kommen, muss ich einfach wieder erwähnen, was in Linz alles los ist. Für das Linz so ein kleiner Stadt ist, tut die extrem vielen Technologieveranstaltungen. Ich lese jetzt nicht alles vor, aber wenn Fahrt ist am Abend, es tut sich fast immer was. Und wer irgendwelche User Groups macht, Veranstaltungen rund um Technologie, schickt uns am Pull Request auf GitHub. Das kommt auf unserer Seite und wir versuchen das wieder zu sammeln. Es tut mir übrigens leid, dass wir mit dem Cloud Native Group heute einen Terminkonflikt hatten, das war meine Schuld. Asche auf dem Haupt. Auch wir sind immer auf der Suche beim Technologieplauscher nach Speaker. Also wer was zu erzählen möchte, bitte schreibt uns auf unserer Website organizers@technologieplauscher.at. Man kriegt nicht nur Ruhm und Ehre, sondern man kriegt das super exklusive Speaker-Picker, das für kein Geld der Welt zu haben ist. Martin und Stefan, ihr habt vorher vergessen, euch eins zu geben, holt sich dann von der Zeit.
Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Michael? JSON-Objekt rein und das wird von der Webseite quasi von der App direkt bearbeitet und ja, da kann man dann auch so Elemente machen. Das User-Interface kann man komplett frei wählen. Man muss sozusagen nur so kleine Schritte implementieren, wie man das quasi switcht von nicht bearbeitbar zu bearbeitbar. Ich sage da jetzt aber mal mit Cancel und Backup. Was dann sonst noch geht, ist, man kann dazu natürlich auch wirklich andere Artefakte nicht mehr an der Page bearbeiten, sondern Woche und es ist einfach kein Aufwand und darum soll es eigentlich gehen, ja, dass man
wenn es aktuell Horizont ist, nicht irgendwie eigenes Redakteur-Team braucht, damit das irgendwie nicht in die Reihe zu bringen. Man kann dann auch Bilder hochladen. Das ist auch so cool, wenn es die quasi der Image-Broker gleich mit drin. Die Bilder werden kleinseitig aufbereitet, das heißt, werden quasi kleine Rechner auf die Zielgröße und dann die Aspekt-P quasi serviziert von Canvas aus und dann kommt das kleine Bild an den Server. Das ist jetzt aber auch nur eine Demo, das heißt, da wird nichts durchgeschrieben. Du kannst es selber ausprobieren auf tradeshop.at, wenn man schreibt, Fragezeichen, Interval True. Du kannst es sogar am Handy ausprobieren, das funktioniert auch am Handy. Es passiert nichts, also gleich ist kein Problem. Genau. Jo, jetzt ist es im Wesentlichen. Und jetzt genau, schauen wir uns ein bisschen an, wie es zu dem kommt und was die Hintergründe sagen, ja, welches Problem löst es jetzt eigentlich. Ja? Das ist im Prinzip, man kennt ja die klassischen Management-Systeme, die man entweder als Monolith dann da oder dann versucht natürlich das zu entkoppeln, einfach zu modularisieren und was sozusagen der letzte Stand der Technik ist, was die Qualität angeht, ist quasi eine Headless-Architektur. Das heißt, man schreibt die Anwendung quasi in einem eigenen System und holt sie die Daten über API von dem System ab. Und es ist grundsätzlich cool und sehr flexibel und große Webseiten werden über das abgebildet. Aber es hat sich auch ein bisschen so ausgestellt, also mir geht es zumindest so, wo sind die guten beiden Zeiten, wo man einfach einen HTML-File aufmacht und bearbeitet und hat dann Webseiten online, warum braucht man da 100.000 Sachen, S3, Bucket auf Amazon, ein Content-Management-System, was gibt es noch, UI-Sprachen, das Ganze reinzukriegen. Genau, der Ansatz war einfach, das ein bisschen zu vereinfachen und den Technologiestreck einfach zu reduzieren. Das heißt, einfach weniger ist mehr und man kann gleich nicht, also theoretisch kann man alles machen, sondern mit dem Programmieraufwand dahinter, aber es ist einfach insgesamt viel minimaler. Genau, die Design Goals für das Ganze ist, es soll self-contained sein, das heißt eben nicht auf verschiedenste Sachen dependen. Also da gehört das Beispiel dazu, die Bilder irgendwo separat. In einer Datenbank, da gibt es noch irgendwo anders was und das wird alles dann zusammengezogen, dann haben wir vielleicht noch YouTube-Embeds drinnen. Das heißt, wenn YouTube irgendwas verändert, dann steht sozusagen die Seite still und die Philosophie dahinter ist quasi wirklich eine Datei, die hat die Inhalte und die Bilder drin und die kann man runterladen und backuppen. Man kann das ganze System dann irgendwo anders auch schnell wieder hochziehen und das ist quasi wirklich 100% dynamisch, das heißt, es gibt keinen Build-Step, das ist sozusagen immer diese große Vorteile, man kann quasi statische Builds machen mit diesen Headless-Systemen, da wird dann quasi immer on demand, also nur 60 Sekunden, dann eine Seite neu gerendert. Das ist grundsätzlich cool, hat aber auch immer irgendwelche Fehlerzweige sozusagen drin, warum passiert das jetzt gerade da nicht. Es ist einfach ein relativ schwerer Technologiestick. Genau. Und deswegen die extreme Entscheidung, du sagst, machen wir alles wieder komplett dynamisch. Und genau, aber auch schnell. Also es soll dann sozusagen nicht das Bild drunter leiden und das Ganze soll ja wirklich cheap zum Posten sein. Genau, und der Technologie-Stack dafür ist SQLite für alles. Das ist eigentlich ganz interessant, ich habe mit Postgres selbst angefangen, das umzusetzen und ein Kunde von mir dann hat dann schon gesagt, naja, was soll man mit SQLite machen und hat dann selbst realisiert, dass es eigentlich kein Spielzeug ist, sondern extrem performant und es hat den Vorteil, dass SQLite eine Embedded-Datenbank ist, das heißt, die läuft quasi wirklich im Webserver-Prozess und man kann sie eigentlich wirklich so verwenden, als wäre es ein Cache, das heißt, das ist einfach alles gleich schnell da und man muss auch nicht extrem aufpassen bei den Abfragen, weil typischerweise ist der Flaschenhals das Netzwerk. Das heißt, man schickt irgendwie eine Query an das System und das muss dann über das Netzwerk und zurück. Und wenn man da irgendwie eine Kaskade von Queries schickt, dann wird das Ganze langsam. Und deswegen braucht man dann natürlich irgendwie ein kompliziertes Headless-System, um das irgendwie zu handeln, weil es braucht sozusagen Zeit. Genau. Als Frontend habe ich Svelte gewählt, ist aber eigentlich beliebig
Technologie oder so das jetzt irgendwie, sondern es ist ein Template, das ich quasi online gestellt habe und es ist eigentlich mehr so eine Herangehensweise, wie man das lösen kann, kein fixfertiges Ding, das man kann das selbst coden. Genau, und ansonsten gut old JavaScript. Ich habe das dann im April einfach mal in dieser Videos gepostet und es ist irgendwie gleich mal ziemlich schnell gegangen und super viel Feedback und dann wieder klar. Also eben mehr sehr viele Diskussionen da, das kann man auch suchen und mal nachlesen, das habe ich diese für und wieder abgehandelt. Und ich habe dann natürlich viel Motivation gehabt, daran weiterzuarbeiten und habe dann das Welthackathon dann eingereicht und ja, das ist der zweite Platz geworden unter ganz vielen Einreichungen und mir auch total gefreut. Genau. Und ja, ich habe schon erwähnt, dass es komplett schnell ist. Das heißt, es ist wirklich sehr schnelle Seiten. Man muss natürlich aufpassen, wenn man super viele Queries macht, man muss es immer ein bisschen mitdenken. Aber grundsätzlich ist einfach dieser Layer alles benannt und man kann es wirklich super cheap hosten. Genau, jetzt kurz schauen wir uns ein bisschen den Code an. Ja, also oben sieht man sozusagen, so würde man es klassisch machen, wenn es mit Zelt oder mit welchem anderen Framework auch immer, wie die Daten rein, man rennt die Daten aus. So, und Editable Website, das ist auch so Open Source verfügbar, hat ein paar so Primitives implementiert, wie Plain Text, das man auch Rich Text, Single Line, Multiline oder Image, das mit der Proper und so weiter. Und die setzt man dann einfach an die Stellen, wo man ja, dynamische Inhalte noch mehr oder weniger bearbeiten möchte. Genau. Und ganz besonders cooles Ding bei Svelte ist diese Band-Direktive, weil man kann dann quasi wirklich ein Plain JavaScript-Object kriegt man rein und kann es dann in Place bearbeiten. Also Two-Way-Binding, das heißt, Plaintext verändert wirklich dieses Title-Objekt direkt. Und ja, ich habe das dann quasi so gelöst, dass am Anfang die ganze Datenstruktur quasi Deep-Copy gemacht wird, damit man dann auch wieder Cancel sagen kann und zurückfallen oder eben durchschreiben. Das ist so eine ganz kleine Logik-Artikel, der dann die Seiten speichert. Und ja, das ist einfach ganz simpel, sagt SQL, das da im Hintergrund läuft, das zeige ich jetzt nicht her. Genau, dann ist vielleicht auch noch so eine berechtigte Frage, ja, wird es damit irgendwie super schwergewichtig? Und da hat es eben so eine Weightbox, das heißt, man kann Komponenten dynamisch nachladen, das heißt, nur wenn das Editable das erste Mal geflippt wird, werden diese Editable-Komponenten nachgefetcht. Und bis dorthin ist es quasi super schlank, deswegen auch die tollen Lighthouse-Scores. Genau, das ist so der aktuelle Stand. Ich habe ein paar andere Seiten abgewickelt, das haben auch schon einige Entwickler Serverseiten gebaut damit, die habe ich auch da am Repo quasi verlinkt, teilweise auch Open Source, kannst du dir da anschauen. Und ich habe im Sommer einen Designer aus Deutschland getroffen und wir haben sozusagen dran gemacht, ja, wie kann man das ganze Web-Development und Webseiten mit Design und nicht immer alles wieder from scratch entwickeln, sodass man wirklich ein Produkt hat, mit dem man verschiedenste Webdesigns und Webseiten umsetzen kann. Und wir haben uns dort schon inspirieren lassen von diesem Regal da, das kann ich sehr empfehlen, das ist ein 606er Regal von Dieter Rams designt worden. Für Bitsu heißt der, aber auch quasi auch für Brownie ist bekannt dafür, dass er sehr minimalistische Designs macht und sehr wieder zeitlose Designs wiederverwendbar. Genau, so ein bisschen mit dem Spruch weniger, aber besser. Und das nehmen wir uns sozusagen als, ja, als Ziel daher. Und das sind jetzt Designs von Johannes, das ist einfach eine Architektur-Website, wo es dann die typischen Elemente gibt, wie News, Blöcke, Projekte und genau, wir wollen da sozusagen ja, diese Elemente dann anordnen können und man soll quasi nicht hergehen und man baut eine Page, sondern man geht her und sagt, okay, ich möchte ein neues Projekt anlegen. So wie man auf Facebook sagt, neues Event, neuer Post und nicht irgendwie neues User Interface Element. Und das kümmern sich quasi wir im Hintergrund und du hast schon so gewisse Layouting-Möglichkeiten, um das genau anzuordnen. Dadurch, dass die ganze
Geschichte komplett live ist, geben sie natürlich auch andere Möglichkeiten, was die Suche angeht. Also es ist quasi, man hat es nicht mehr mit einer Website zu tun, mit einer statischen Website, sondern es ist wirklich eine Web-App. Es sind lauter kleine Web-Apps, die jetzt irgendwie ja, von der Struktur her super komplex sind. Aber das ermöglicht einfach neue Sachen. Genau. Also Services werden auch selber wieder neues besorgen. Ich habe das Service erst im Tour fahren, lege ein neues Service an und arrangiere das dann auf der Services-Page zum Beispiel. Genau, das ist nochmal so ein anderes Design. Und das also Besondere daran zu sein, dass wir mit derselben Codebase entwickeln können. Das heißt wirklich mit unterschiedlichen ja, CSS und Theming-Sachen schon verschiedene Elemente hat und gewisse grafische Freiheiten hat, aber trotzdem irgendwie so eingeschränkt. Also wie beim Regal, da hat man auch irgendwie die eine B-Größe und die andere B-Größe und aus dem kann man dann alles zusammenbauen. Haben wir uns da quasi dazu entschieden, da wirklich so ein System zu machen, das es dann wirklich mehr Leuten erlaubt, da wirklich professionelle Webseiten zu haben, ohne das ganz von vorne machen zu müssen. Genau. Wir haben das jetzt quasi einfach mal System 606 als Codename sozusagen, intern wir haben sogar einen Namen dafür. Das kann ich auch ganz kurz erzählen. Jetzt ganz frisch, schaut noch furchtbar aus, aber im Prinzip ist es, zeige ich da mal ganz kurz die, unsere Designs her. Wir haben uns da wirklich über das User Interface auch Gedanken gemacht, dass man da, das ist mit einer Hand schwierig. Genau, so eine Dynamic Highlight, die dann quasi immer kontextuell die Tools angibt, damit man quasi, also das Ziel ist quasi, es zu schaffen, die Website so anzuzeigen, wie sie ist und im Edit-Mode soll sie genau gleich ausschauen im Idealfall und es sollen einfach nur gewisse Steuerelemente drüber gelegt werden. Man kann so also Chrome-less editieren ohne diese ganzen admin-artigen Tools, die man halt so kennt. Genau, und ja, wir haben das dann designt und die letzten Wochen aber damit verbracht, das mal grundsätzlich zu implementieren und genau, man hat jetzt einfach gewisse so statische Möglichkeiten wie beim klassischen Page-Builder. Aber was natürlich cool ist, man kann zum Beispiel da jetzt sagen, das ist eine dynamische Collection und die bindet jetzt zum Beispiel Artikel ein. Und dann kann ich da zum Beispiel ein, zwei Artikel auf der Seite in Place anzeigen und das zeigt dann mal gleich das live und speichere das dann und dann ist diese Seite live. Also es gibt einfach keinen großen Unterschied zwischen Betrachten und Editieren. Kann dann auch jetzt eine neue Page anlegen. Schaut aber, das kommt furchtbar aus. Das ist wirklich nur ein bisschen mal so. Test. Save. Und dann kann man das zum Beispiel in der Collection anlegen, die wird dann wieder vorkompiliert. Da kann man dann so kleine Opferformen machen, wie, ja, zeigen wir die letzten zwei von dem Typ an oder. Sagen wir genau diese drei Jahre, die wir sozusagen im Schaufenster stellen. Genau. Und da wird es natürlich noch einen Zugang geben über die Suche, wo man dann alles sieht. Also, das wäre dann so wie bei Facebook der Feed, wenn man so will. Genau. So, jetzt das Ziel für das ist jetzt auch nur so am Anfang. Wir haben einfach da einige Projekte und schauen da ein bisschen, was da reinkommt. Das Ganze ist für individuelle Personen oder kleine Businesses. Und das Ganze nennt sich ja, gibt es auch so Literatur ein bisschen drüber, Dynamic Media System. Das heißt einfach, du kannst als Person einfach deine Sachen ins Netz stellen und die laufen auf dein eigenes Space. Da gehört niemandem, das ist wirklich so eins, self-contained. Und jetzt ist einmal der erste Schritt, das Ganze, ja, so diese klassischen Page-Sachen, wie man einfach irgendwie mal eine Website zu bauen. Aber dann kann man das halt natürlich ausbauen und sagen, okay, ich kann jetzt Kontakte über das verwalten und dann zum Beispiel irgendwie einzelne Leute kontaktieren oder die auf der Seite quasi auch einloggen lassen, wenn die registriert sind und gewisse Sachen mit dir, also gewisse Transaktionen zu machen oder Kommunikation direkt auf deiner Webseite zu machen.
oder einen Kalender zum Beispiel, Notizen, Angebote schreiben, Invoice, solche Sachen könnten dann da, also wären halt möglich dadurch, dass man so ein Website-App-System hat und natürlich muss man das dann in eine App integrieren, damit das Ganze funktioniert. Aber im Prinzip kann man mit der Technologie sowas Ähnliches bauen, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Genau, es hat eigentlich jeder so ein bisschen eine Idee, wie das Internet in Zukunft ausschauen soll. Und ich habe da natürlich auch Ideen dazu. Es gibt ja auch die Diskussion mit den ganzen Social Networks jetzt, die dann was in einer Hand und wie kann man das irgendwie dezentraler machen. Und ja, also einfach, es funktioniert nicht. Und mit dem System wäre es möglich, und wenn das auch gebotet wird, das sage ich auch gleich nachher, wie steht man mit der Zeit? Genau, das wird dann zum Beispiel so ausschauen, dass man ja, die x.com Susan wird dann wirklich zu susan.com. Und man könnte diese Websites dann miteinander vernetzen. Das heißt quasi eine Verbindung zwischen den Webseiten machen, die bidirektional so mutuell. Und dann hat jeder, also anstatt dass man jetzt quasi 1 Million Leute auf einer Plattform hat, hat man 1 Million Webseiten, die jeweils irgendwie bis zu 1000 Connections haben und über das werden sozusagen Updates propagiert. Jetzt hat das vielleicht der Konzern. Ist das live propagiert? Genau, das war auch eine Einreichung an den Zweck. Und dann zum Beispiel der Nils Website aufgesetzt und ich meine aufgesetzt mit dem Code dahinter. Und es ist dazu möglich, dass wenn der Nils was Neues postet, kriegt ihr auf meiner Webseite die Benachrichtigung, also so wie Notification auf Twitter oder und man kann natürlich dann auch sein Post, kann jeder, der sozusagen in dem System mit dem Protokoll irgendwie arbeiten kann, sich dorthin connecten, das heißt, ich kann dann sagen, connect my domain und dann gebe ich ein, ich gehe auf Twitter. Genau. Ja, toll funktioniert. Es ist wirklich so, wir sind am Wochenende entstanden und laufen immer noch. Man kann an meinem Internet liegen oder daran, dass der Nils die Seite quasi in so einem Schlafenmodus legt, wenn es kurz inaktiv ist, um Ressourcen zu sparen. Genau. Also, das wäre, wir haben da so kurz mal so, wie kann man sehen, so aufbringen, pitchen, so Blogs und Portfolios, also Geisterstädte, weil die Leute schwer zum Updaten. Social Media sind irgendwie die Casinos und Gamble-Faces in Bugs und Newsletter sind im Wesentlichen Monologe. Und ja, mit sowas wäre es halt möglich. Wie gesagt, das ist Zukunftsmusik, aber es ist ein bisschen auch eine Motivation, an dem zu arbeiten, weil es halt eigentlich jetzt so nichts so super Neues ist oder so, weil es ermöglicht dann einfach neue Anwendungsbereiche, die sehr minimalistisch sind, funktionieren. Bei so einem Social Network ist natürlich wichtig, dass das ganze Protokoll stabil ist, bevor man das im großen Stil macht, weil sonst ist Updates sind da ein Problem. Genau, dann war noch natürlich muss man ein anderes Problem auch lösen, indem man so Personal Web Apps machen kann. Dann braucht es sozusagen, keine Ahnung, wie das ausschauen wird, aber man soll eher einen Web App Store. Das heißt, es muss so einfach sein wie, okay, meine Web App, die hat ein SQL-Lite-File, die ziehe ich da rein in den Store oder in mein Hosting-Team und connecte es mit einer Domain und das läuft. Das muss quasi wieder normalsterblicher hinkriegen und das ist auch noch so ein Problem jetzt gerade mit. Hosting-Lösungen es gibt, die brauchen immer irgendwie technische Expertise, damit das funktioniert. Genau, und one more thing, es gibt noch eine App, die habe ich gemacht, die ist
über Blogging-App, PostAlo. PostAlo.com ist Open Source und läuft eben genau auf dem Stack. Und wenn das wen interessiert oder so, also ist relativ beschrieben alles dort, kann man sich aufsetzen und kann man auf fly.io, das ist ein Hosting-Service, einfach mal Node.js und also einen Container machen. Ist for free für die erste Projekt, das heißt, man kann sogar quasi so einen live-editierbaren Blog selbst hosten. Und ja, das wollte ich sozusagen sagen, das wäre sogar der Einstieg. Und ihr könnt dann auch den Code selbst verändern und was auch immer draus machen. Mit Freunden oder sich entscheiden, das ist schon so schaut das aus und dieses System dahinter. Ja, das war's soweit. Software Engineer werden, aber ich kann HTML bearbeiten und lesen und kann dann irgendwie ein paar Attribute ändern und rausholen, dass das möglich ist. Genau. Ja, ich hätte eine Frage, und zwar, wenn das dann eben läuft in einem Container, dieses SQLite, läuft das dann im Serverprozess mit der Webserver? Oder? Genau, das läuft. Also, das ist eigentlich gerne von SQLite. So ein Design, das ist ein Embedded Datenbank ist, das heißt, auf den Prozess oder File, auf dieses dann quasi zugreift. Da gibt es verschiedene Modi, entweder wirklich in einem File oder wenn man ganz viel, also wenn man Concurrent Writes hat, dann gibt es so einen Write-Append-Log-Modus, der macht dann irgendwie die Writes ein bisschen schneller. Aber in so einem, also ich habe jetzt auch ein bisschen optimiert, gerade für so Single-User-Cases, das heißt, es gibt einen Admin-Account und der darf alles, was natürlich jetzt keine Limitierung ist, man kann das wirklich auch ausbauen. Aber es nimmt einfach so viel Komplexität weg, wenn man jetzt Permissions und alles Mögliche da wieder reinbaut, weil dann wird es automatisch irgendwann wieder erzählen. Und genau, dann werden wir uns auch die Grenze finden. Ja. Ja, das haben wir wochenlang designt, nein, überhaupt nicht. Also so, da ist einfach JSON Calls und wir haben da kurz für die Post-Updates quasi das gemacht und dann für die also Post-Updates so viel quasi das mitkriegt und das andere sind Kommentare und die werden dann halt sortiert nach der richtigen Reihenfolge, aber das ist super Rona und ich hoffe, dass wir in die Position kommen, dass wir das auch wirklich sauber machen und auch richtig Zeit investieren, aber ich sehe das ein bisschen so als Step-by-Step, also jetzt wenn ich da so ein Dynamic EDS System generell möglich zu machen, ist auch eine gewisse kritische Masse einsetzen und irgendwann am Tag X gibt es dann ein Update und dann werden die ganzen Seiten connected zu einer Richtung. Aber das wird wirklich mal so in Zukunft sein. Es ist halt quasi
interessant, da konnte man jetzt ganz lang ausreden, aber so auf den Punkt gebracht, das Fediverse ist trotzdem wieder ein Server, wo mehrere Leute sind. Und die jetzt synchronisieren sich dann mit anderen Servern. Auch Blue Sky oder andere Protokolle sind irgendwie so aufgebaut. Und das ist jetzt wirklich, quasi das ist on the long, P2P ist wirklich, du hast eine Website, ich habe eine Website und wir connecten wir zwei und jede kann unabhängig voneinander existieren. Hat natürlich Limitierungen, was jetzt so Suche, Distributor Suche, Search und so weiter angeht, da muss man sich dann was überlegen. Aber eigentlich ist so wirklich ein Design Goal, keine zentrale Einheit einzuführen, einfach wirklich nur dieser Web auf Websites, die mit Links verbunden sind und mit quasi so kleinen Benachrichtigungen, wenn sie connected sind. Genau. Aber es ist ein super spannendes Thema, also kann man richtig abnörden. Cool. Dankeschön. Vielen Dank, das war das 82. Technologieplauschal. Ich habe noch zwei Speaker-Picker zu verteilen. Ansonsten, ich glaube, wir dürfen sicher noch ein Getränk nehmen und dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend und danke, dass ihr da wart. Und natürlich danke an unseren Hosting Heber, der uns, glaube ich, sehr gut versorgt hat heute.